Wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion sind davon überzeugt, dass wir eine Wahlrechtsreform für die nächste Bundestagswahl im Herbst 2021 brauchen. Wir haben uns dazu Gedanken gemacht und eine Lösung vorgeschlagen, die aus drei Elementen besteht. Veränderungen bei den Wahlkreisen, eine moderate Reduzierung von Wahlkreisen, Veränderungen bei der Berechnung der Mandate, die Verteilung auf die Landeslisten. Das ist der sogenannte erste Zuteilungsschritt. Hier schlagen wir eine Teilverrechnung von Überhangmandaten von uns mit Listenmandaten von uns vor. Das ist ein großer Schritt für uns. Und als drittes Element, ausgleichslose Überhangmandate in begrenztem Umfang. Das Bundesverfassungsgericht lässt das zu. Wir wollen das nutzen, denn das führt automatisch dazu, dass weniger Überhangmandate ausgeglichen werden müssen. Mit diesen drei Elementen, die die Lasten fair und gleichmäßig verteilen, haben wir eine gute Grundlage, um ein Wahlrecht zu schaffen, mit dem wir gut in die nächste Bundestagswahl 2021 gehen können.